What did we say? Ich erwarte eigentlich wie gestern, dass alle ihr Bestes geben. Alle Emotionen durchleben. Alles durchleben. Nee. Super bis jetzt. Wir haben ein episches Spiel gesehen. Having fun, playing sports. Aber alles andere ist auch erlaubt und wir fangen es auf. Ja, 100%. Er lebt noch, alles gut. Einfach nur die Leute richtig heiß halten. Let's go, Ditches, let's go! Let's go, Ditches, let's go! Willkommen zur 17. Sportolympiade der deutschen Schulen im südlichen Afrika 2018. Diesem Moment entgegengefiebert und freuen uns nun riesig, dass Sie sich alle auf den Weg nach Namibia gemacht haben, um diese besondere Woche des sportlichen Vergleichs, vor allem aber der persönlichen Begegnung mit uns zu verbringen. Gemeinsam wurden an der DHPS Dinge bewegt und erreicht, die ich nie für möglich gehalten habe, und ich habe gerne große Ideen. Besides all athletic competition, we would love everybody to take home not only medals and memories, but probably cell phone numbers and email addresses. To build a peaceful and better world, which requires mutual understanding with a spirit of friendship, solidarity and fair play. Ich wünsche euch allen eine spannende Woche in Windhoek. Let the games begin.
The Olympic flame is now being ignited by the Namibian sports superstar Adenea Shikongo. In the name of DHPS here in Namibia, I declare the 17th Sport Olympiade of the Schools of Southern Africa open.
estimate is always 14 under 800 meters. Ich hoffe, Sie springen persönliche Bestleistungen. Ja, läuft. Beeindruckend, mehr als beeindruckend, ich bin echt sprachlos. Also es ist schon schön, die Atmosphäre ist gut und ja, es ist auf jeden Fall ein gutes Event. Beim Schwerwerfen muss erstmal die vordere Hälfte zuerst aufkommen, okay. Und es muss eine ganz klare, sichtbare Markierung im Boden hinterlassen. Traumerlebnis, wirklich. Es ist wirklich ein Traumerlebnis. Einfach die Stimmung einfach und der richtige Wettkampf und es ist wirklich unnormal gut. Fun, Games, Enjoyment. Der olympische Gedanke, denke ich, ja, das war die Definition davon, wie die Kids miteinander umgegangen sind, war ja, beeindruckend. Großartig. Genau.
Gelben. Und warum gewinnen die Gelben? Weil die haben ein Tor geschossen. Hallo! Ja, na, wo wart ihr gerade? Unten. Und was habt ihr geguckt? Handball oder Fußball? Ich spiele nicht Fußball, aber ich habe zugeschaut, ja. Ah, okay, alles klar. Was machst du heute noch alles? Basketball und Volleyball. Okay. Basketball nachher gegen die DRPS. Wie wird's? Ja, mal gucken. Ich glaube, unsere Chancen stehen ganz gut. Okay, ab nach vorne. Nach vorne. Ja! Geh! Ey, was machen wir da? Ja, aber genau richtig. Klasse. Sie schaffen das schon. Ich denke, die APS wird gewinnen. Ich hoffe so. Sehr spannend, auf jeden Fall. Okay. Wie geht's euch jetzt damit, mit dem Ergebnis? Also ich glaube, wir hätten es eigentlich schaffen können, aber die Jungs sind halt schon sehr stark, also es war knapp. We've been watching the girls' soccer. Okay. Yeah, it was awesome. Awesome, awesome, awesome. Wir haben das wirklich gut über die Bühne gebracht. Es hat echt Spaß gemacht. Eine Teamleistung, die wir hier vollbracht haben. Und ich bin glücklich, dass alles gut gelaufen ist. Großartig. Wir sind